Wir haben es schon gehört. Wir reden über Land, warum es knapp wird und wie man es fair verteilen kann. Land muss Lebensmittel erzeugen. Das wird immer wichtiger bei steigenden Hungerzahlen. Es muss aber auch Energie erzeugen und Rohstoffe für die Chemie sollen nach einer fossilen Chemiewende ja auch noch auf dem Land wachsen. Das heißt, wir brauchen Flächen für Windkraft, für große Solarparks, für den Anbau von Biokraftstoffen. Und dahinter stehen aber natürlich oft große, sogar international tätige Investoren, die über diese Landflächen große Planungen legen. Gleichzeitig gibt es viele bäuerliche Familienbetriebe, auch nicht bäuerliche, aber landwirtschaftliche Betriebe, die viel, viel kleiner sind und die eine ganz wichtige Aufgabe erfüllen, nämlich Lebensmittel für Menschen zu produzieren. Wie wirkt sich dieses Ungleichgewicht und wie wirkt sich dieser Zugriff auf das Land aus in Brandenburg und in Mosambik? Und wie können wir diese Konflikte lösen? Welche Strategien haben sich dabei bewährt und was kann man jeweils von dem anderen Land lernen, wie man besser vorgehen könnte, um diese Konflikte aufzulösen? Wer muss handeln? Welche Akteure? Sind das Regierungen? Sind das die Investoren? Sind das die Landwirte? Sind es die Kommunen? Sind es die Landesregierungen? Wie finden wir da die besten Möglichkeiten? Das sind unsere Leitfragen heute für die Diskussion. Ihre Erfahrung führen wollen. Wir hatten es ja schon kurz gesagt, im Chat steht es auch. Unten in dem Chat können Sie Ihre Fragen einfach so formulieren, dann lese ich die vor und versuche sie einzuspeisen in die Diskussion. Oder aber so, und dann nehmen wir sie dran und dann können Sie Ihre Fragen selbst stellen. Ja, ich hoffe, es kommen möglichst viele zu Wort, aber wir haben natürlich auch wunderbare Inputs und wollen erstmal noch ein bisschen mehr über die konkreten Probleme erfahren. Und dazu nehme ich Sie zunächst mit nach Mosambik zu Marisa Ballas. Sie ist Expertin für digitale Transformation. Sie hat in den Niederlanden studiert, in Großbritannien, in den USA, in Belgien und gerade schreibt sie ihre Doktorarbeit in Lissabon. Aber sie sagt, so lange war sie noch nie weg aus ihrer Heimat Mosambik und sie mag eigentlich lieber in Mosambik sein. Und dort hat sie für viele Jahre für ein IT-Unternehmen gearbeitet, das dabei geholfen hat, den Zugang zu Land zu registrieren und zu legalisieren. Und darüber hat sie auch, also gleichzeitig als Beraterin, aber auch als Forscherin, darüber hat sie wissenschaftlich publiziert und schreibt jetzt ihre Doktorarbeit zu einer ganz, ganz spannenden Frage, finde ich, nämlich zur Geschlechterungleichheit beim Zugang zu Land. Deshalb freuen wir uns sehr, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, ihre Doktorarbeit zu unterbrechen, um hier von ihren Erfahrungen zu berichten. Marisa Ballas, welcome to our discussion. It's so great that you took your time. Good afternoon. Thank you so much for the invitation. Thanks for having me here. Yes, for the past 12 years, I've been working in the land sector and mainly focused to enhance land registration and land tenure security by means of technology. So improving ways of doing community land delimitation, individual land registrations. And we've tried several different alternatives to increase the access of these means to all the people throughout the country. In the past 5 to 6 years, my main focus was designing the methodology, a fit for purpose methodology, which would connect people, processes, and technology and have a more participatory way of communities to register their land together with government initiatives. Thank you so much for explaining this work. I when I read about your papers that you have published, I was really struck by the word that you said it raised this process that you initiated and accompanied this raised awareness for the problem that people need to register and need to legalize their land use. Can you explain us about this a bit? Because I think in Germany, it's whenever you use land, you have a formal legal title to use the land and you don't have to register because otherwise you couldn't even use it. So can you explain about the situations? Yeah. Maybe also about the women. Mozambique is quite a unique scenario. So the land in Mozambique belongs to the state. And as citizens and as private sector, we can lease the land. Now, the law provides for good faith and customary occupations. And these are people that use the land for more than 10 years and they've been living there, producing there. And therefore, the law entitles them to have the right to use this piece of land.
Most of these cases, they are not registered. More than 80% of these cases are not registered. So there is a huge campaign to enhance awareness of the requirement to register land. But still, the literacy level on legal arrangements for the land law, it's very, very, very low, and it's problematic because people are not aware of their rights. They're not aware that the land can be registered and they can have formally a land title. And with that title, they can use it, you know, to get more powerful bargaining power over the crops they produce or over investment negotiations when investors come to their piece of land. So registering their land somehow will enhance tenure security, but it doesn't solve it per se. Not having the piece of paper, just the piece of paper, will not solve, but it will help immensely reducing land conflicts. Specifically in the case of women, because women are the worst. I mean, the rate of illiterate people in Mozambique is quite high. It's around 45%. And in the rural areas, it's even more. It's 56%. And it's normally women are twice as much as men illiterate. So for them, they really don't know what their rights are. They depend on somebody to explain. And normally this somebody is usually the family relatives, which are patriarchal customary practices, and the rights of this woman are always associated with the rights of the husband, of the father, of the uncles, and they get themselves in a very vulnerable position, indeed. Can you tell us about the challenges that these women or farmers, farmers in general, are facing with the arrival of investors who want to use land to produce renewable energies or other biocrops, fossil biocrops or other commodities? Can you tell us about the main challenges? Because Mozambique is one of the countries that is considered to be very attractive for investments in renewable energies. Well, the problem is not making investments on renewable energies or any other type of investments. The problem is when you don't protect the communities when these investments come. The law provides for community consultations. But again, communities need to know what the legal implications are of these consultations. So if you have this investor coming over to negotiate a piece of land, communities, for them, the value of land is not always this money attached value. It's cultural. It's about their rights, about their ancestors. So if the investor comes, they will be welcoming this investor without knowing that most of the times, and this is critical, the investor will literally kick them out of the land to produce something. And the communities are not aware of this when they start negotiating with investors. So one of the issues is community delimitations are not strong enough or do not prepare communities well enough for them to be aware of the consequences of that negotiation. So that's one of the things. The other is the community, for instance, would say that we will provide you 100 hectares, but when the project comes, the project actually takes more than these 100 hectares. And another issue is most of these, for instance, the biofuel that we need to produce specific crops, they need fertile soils and they need water. So what happened in many situations is that these investors, they took the best pieces of land in terms of agricultural productivity and left the communities with the other pieces of land that literally were not enough for them to produce for their own survival. Because most communities, they produce, their agriculture is a family-based agriculture. It's for family consumption and some kind of trade, but not really mass production. So this needs to be taken care of. And when these investors come, it's the role of government
to protect the communities in the negotiations. But we see so many times that there is conflict of interest of these government officials, that they come and they are gaining something out of the investor. So the community is normally left on the weakest part of the negotiations. Just very briefly before we switch to Brandenburg to see whether there are the similar challenges, are there any positive examples how to solve this? Because what you described is clearly a misbalance of influence, of knowledge, of power, of financial resources, I guess also. Mm-hmm. So are there any solutions you can offer? Yeah, well then, the thing is, you cannot have a one solution. It's always a combination of different solutions, because this issue really it's horizontal towards too many aspects, from social, economic, environmental. So it's a combination of issues. So these systematic land registrations are very important. That's for starters, to ensure we know who is entitled to what piece of land. So we know how the demographics of land acquisition or land tenure is in Mozambique. And while doing it, these fit for purpose approaches in which you have equal access to land, both women and men have the same rights, and we promote that women that normally are the ones that produce, that are allocated to agricultural activities, they can have their piece of farms registered. So this is one issue. So that's the initiatives the government has taken for the past 10 to 15 years to register massively the land of communities and households. This is very important. Their rights will be protected. No one can kick them out because the land is there and it's geographically registered, and we can see that on the database. So that's one issue. But that alone does not solve the problem that the land is there and the natural resources are there and they need to be better taken care of. There is one good initiative that was running in Mozambique, which was ITC, Iniciativa para Terras Comunitárias, which is Community Land Initiative. And this initiative will go throughout the country in different regions and do community delimitations. That means that you not only delimitate the area that you have the community living on, but you also create the zoning of the resources of that community. So you know which areas are for agriculture, which areas are for forestry and for housing. That should be explicit in the community development plan. So the agenda that was developed at the end of that delimitation, the output was a development agenda for that community. And this helped the community to manage their resources much better. So those two initiatives, I think they are great ideas and should keep on going. Unfortunately, they are not running so well right now. Okay, ganz herzlichen Dank, Maria Savalas, für den ersten Eindruck. Und ja, ich glaube, diese riesigen Probleme, die da auf uns zukommen, überall, wo es um die Verteilung von Land geht. Und danke aber auch für den positiven Ausblick, dass es so eine Art ja gemeinwohlorientierte Flächennutzungspläne gibt. Und die Diskussionen laufen auch gerade sehr heiß in Deutschland. Wir reisen einmal zurück von Mosambik oder Portugal, wo Sie gerade sind, nach Brandenburg zu Willi Lehnert, denn der ist der Geschäftsführer des Bündnisses Junge Landwirtschaft. Und das ist ein, ja, ich finde, ziemlich innovativer Zusammenschluss von jungen Landwirten aus ganz Deutschland, auch von Neueinsteigern, die in die Landwirtschaft wollen, die es in Brandenburg ganz besonders schwer haben, an Land zu kommen, weil man da nicht über 20 und 30 Hektar redet, sondern eher so über 2000 und 3000 Hektar, die man haben sollte oder nicht. Und Willi Lehnert hat diese Probleme ja seit mehr als 10 Jahren im Blick, weil er nämlich nicht nur junge Landwirte vernetzt, sondern auch eine Flächenplattform gegründet hat als Portal, wo Eigentümer von Land und aber auch Existenzgründer zusammenkommen können. Also ja, so eine Art Self-Made-Lösung für die Bodenfrage. Also vor diesem Hintergrund und dieser großen Erfahrung, wie sieht es denn in Brandenburg aus mit der Konkurrenz um Land? Herr Lehnert, schön, dass Sie da sind. Wo sind die größten Probleme? Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Zu diesem, wie ich finde, immer noch sehr, sehr spannenden Thema. Ich beschäftige mich jetzt damit schon einige Jahre und
Lerne auch immer nach wie vor noch hinzu. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, das Thema Zugang zu Land. Und dazu komme ich gleich auch noch, wie sich diese Konkurrenzsituation einfach auch darstellt. Wir haben uns vor 10 Jahren als Bündnis Junge Landwirtschaft auch genau vor diesem Hintergrund gegründet, dass wir frisch von Hochschule oder Ausbildungsschule uns zusammengeschlossen haben und gesagt haben, Mensch, wir wollen hier in die Landwirtschaft einsteigen in der Region Berlin-Brandenburg. Wir sehen hier sehr gute Voraussetzungen, ökologisches Gemüse beispielsweise zu produzieren. Der Absatzmarkt ist da, die Region gefällt uns sehr, sehr gut. Wir sind gut ausgebildet. Es ist jedoch schlichtweg immer, immer schwerer geworden, in den letzten 10, 15 Jahren an Flächen zu kommen. Das hat insbesondere damit zu tun, dass die Preise sehr, sehr stark gestiegen sind, nicht nur in Brandenburg, und sich dadurch natürlich auch nochmal die Konkurrenzsituation verstärkt hat. Und einen Wettbewerb gab es, denke ich, auch immer in der Landwirtschaft zwischen unterschiedlichen Landwirtinnen und Landwirten. Aber es sind seit 2007, seit der Weltfinanzkrise, da auch neue Akteurinnen und Akteure hinzugekommen, die mit Landwirtschaft vorher, salopp formuliert, gar nichts am Hut hatten. Und verstärkt wird dieser Effekt zudem noch, dass wir in der EU eine entsprechende Förderpolitik haben, wo quasi jeder Hektar zählt. Das heißt, wer viel Fläche hat, bekommt viel Fördermittel. Wer wenig Fläche hat, bekommt entsprechend weniger. So, und darum ist das natürlich auch für AkteurInnen interessant, in die Landwirtschaft zu gehen, entsprechende Fördermittel dort auch zu bekommen. Zudem stehen wir in der gesamten EU vor einem massiven Generationswechsel. Also Betriebe suchen Nachfolgerinnen und Nachfolger. Und das gestaltet sich auch nicht immer ganz einfach, denn wer heute in die Landwirtschaft einsteigen möchte, muss entsprechend viel Kapital mitbringen. Und das ist es halt, oder das ist halt gerade für Junggründerinnen und Junggründer ganz schwierig, da dieses Kapital aufzubringen und in einen Betrieb einzusteigen. Somit kommen sind neue Akteure auf den Markt gekommen, die kapitalstark sind, die aus ganz anderen oder in ganz anderen Branchen Geld verdient haben. Und die übernehmen jetzt komplette Betriebe. Also sie übernehmen keine einzelnen Flächen, sondern sie übernehmen Betriebe mit 1000 Hektaren und mehr, sodass wir in Brandenburg in manchen Landkreisen massive Flächenkonzentrationen mittlerweile vorfinden, die ja auch zum großen Teil für die Bioenergieproduktion genutzt werden. Herr Lehnert, ich weiß, Sie haben Bilder mitgebracht und ich fand die ganz eindrucksvoll. Wollen wir die vielleicht mal angucken, damit wir uns vorstellen können, wie das aussieht? Ja, sehr, sehr gerne. Gleich mal die nächste Folie, denn da komme ich zu den Menschen, mit denen ich viel zu tun habe. Das sind junge Gründerinnen und Gründer, die in die Landwirtschaft eingestiegen sind, die Betriebe neu gründen, aufbauen, die keine Betriebe, ich sag mal so, im familiären Hintergrund haben. Und für diese machen wir uns stark, dass sie eine Hofstelle bekommen, dass sie Flächen bekommen, dass sie Informationen über Flächenangebote bekommen, damit diese jungen Menschen eine Zukunft auf dem Land und in der Landwirtschaft finden und gute Lebensmittel. Aber auch, da sind sie dem natürlich überhaupt nicht, oder dem gegenüber sind sie natürlich auch vollkommen aufgeschlossen, erneuerbare Energien zum Beispiel zu produzieren. Also ich werde da gleich noch drauf kommen, aber es gibt ja wunderbare Kombinationsmöglichkeiten, beispielsweise Gemüseproduktion und Photovoltaik zu kombinieren.
Aber natürlich, ich sprach es schon an, auch große Konzerne, große Holdings sind empfänglich für die doch größeren Strukturen, die wir in Brandenburg und in den gesamten ostdeutschen Ländern haben. Ich sagte es, bereits Energieerzeugung spielt da eine große Rolle. Hintergrund ist auch, dass es dort eine Doppelsubventionierung mit Fördermitteln gibt. Das eine ist die an den Hektar, an die Fläche gekoppelte EU-Agrarprämie und die andere ist die durch das erneuerbaren Energien, die Einspeisevergütung, die zum Beispiel durch Strom aus Biogas für solche Betriebe abgerufen werden kann. Weitere Konkurrenzen, die sich ergeben. Wir hatten jetzt viel über Nahrungsmittel, Futtermittel finde ich auch immer einen ganz großen Punkt, Energie, Rohstoffe gesprochen. Wer aber natürlich auch auf dem, Flächenmarkt aktiv ist, sind natürlich Ziele oder sind Interessen des Gemeinwohls, sprich Umwelt- und Naturschutzziele und entsprechende Akteure. Also dass zum Beispiel entsprechende Flächen aus der Nutzung genommen werden, um Artenschutz und den Erhalt der Biodiversität zu erhalten. Bauen und Infrastruktur ist immer ein sehr, sehr großer Akteur, der auch viele Flächen benötigt. Und wir haben östlich von Berlin eine große Ansiedlung eines Elektroautomobilherstellers. Aktuell dort ist es halt notwendig, dass entsprechende Ausgleichsmaßnahmen auch umgesetzt werden. Also Kompensation für bauliche Vorhaben und gerade in Berlin-Brandenburg stehen wir da vor der Herausforderung, dass in Berlin sehr, sehr viel gebaut wird. Aber auf der, Landesfläche Berlins gar nicht diese Kompensation geleistet werden kann und das auch schon in Brandenburg erfolgt. Ne? Also das sind auch noch weitere Treiber, sage ich mal, die die Fläche dort in Anspruch nehmen. Mit Herr Lehnert, mit Blick auf die Uhr, ich habe das Gefühl, Sie haben so viele Beispiele und Erfahrungen, aber ich weiß, da kommen noch Bilder von dem Gegenbeispiel zu den kleinen ökologischen Strukturen und dann würde ich langsam zu unserer Diskussion kommen, aber vielleicht mögen Sie uns kurz noch zeigen, können Sie uns kurz noch zeigen, wie die Investoren, wie das Land dann aussieht, wenn die Investoren zuschlagen? Genau. Was ich gerne die nächste Folie genau zur Solarenergie kommen, da ist Brandenburg ein ganz, ganz großer Hotspot. Ne? Also es sind hier 366 Projekte übers ganze Land mit einer Fläche von knapp 10.000 Hektar beantragt worden. Also in Brandenburg spielt die Solarenergie da eine sehr, sehr große Rolle und das trägt natürlich wirklich dazu bei, dass diese Flächen drohen zu verschwinden, langfristig auch zu verschwinden für eine Nutzung für die Lebensmittelproduktion beispielsweise. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der hier ganz, ein sehr, sehr neuer Treiber und ein großer Treiber ist und nochmal eine sehr, sehr starke Konkurrenz darstellt zwischen Energieproduktion, die notwendig ist, das ist überhaupt keine Frage, aber auch zum Beispiel der Nahrungsmittelproduktion. Dann würde ich jetzt noch ganz kurz auch nach einem positiven Beispiel fragen, beziehungsweise nach der Regelung aktuell im Land Brandenburg. Wir haben ja von Maria Ballas eben gehört, es gibt da Probleme, dass viele Landbesitzer gar nicht wissen, was ihre Rechte sind und dass es nicht überall richtig Flächennutzungspläne gibt und dass sie quasi überrumpelt werden vom Zugriff von großen Investoren. Und das macht Ungleichgewicht, das liegt ja auf der Hand. Wie sind da Ihre Erfahrungen und welche Regelungen gibt es da schon, dass es da eine Teilhabe gibt? Also bezogen auf die Solarenergie sind das meine Beobachtungen, dass das aktuell momentan gar nicht anders aussieht. Ne? Insofern, dass Investorengruppen in die Gemeinden gehen, ihre Projekte vorstellen und natürlich dafür werben, dass diese umgesetzt werden und da Anlagen projektiert werden mit mehreren hundert Hektaren.
Sprich, das ist ein strukturelles Problem, dass für diese Zulassung dieser Solaranlagen die Gemeinden und Kommunen zuständig sind, die personell und auch, ich sag mal, von ihrem Wissen überhaupt nicht dem gewachsen sind. Und hier ist es halt absolut notwendig, dass von Landes- oder auch von Bundesseite entsprechende Vorgaben es gibt. Hinsichtlich Förderpolitik, welche Anlagen werden wie gefördert, hinsichtlich der Größe, hinsichtlich auch der Bodenqualitäten, wo diese Anlagen installiert werden. Dafür braucht es Vorgaben, da gibt es Ansätze, aber genau, die sind momentan da noch nicht, also noch nicht ausreichend in der Umsetzung, so möchte ich es mal formulieren. Abseits von dem von dem Thema Solar ist natürlich der Bodenmarkt und der Zugang auch zum Bodenmarkt an sich reguliert. Also an sich können nur Landwirtinnen und Landwirte Flächen kaufen. Diese haben ein Vorkaufsrecht. Das ist gesetzlich entsprechend geregelt. Leider werden diese Gesetze ausgehebelt, denn ein Landwirt kann beispielsweise immer nur sein Vorkaufsrecht ausüben, wenn er zu den Konditionen einsteigt, die Käufer und Verkäufer verhandelt haben. Und wenn es da jemanden gibt, der gerne das Doppelte, Dreifache für einen Hektar zahlt, als ein Landwirt, der sagt, nein, diesen Preis kann ich überhaupt nicht bezahlen, weil ich den überhaupt nicht von dem, was ich dort drauf erwirtschafte, refinanzieren kann, dann gelangt der Landwirt da natürlich auch ins Hintertreffen und somit kommen auch andere Akteurinnen und Akteure, die wesentlich finanzstärker sind, auf den Markt, weil solche gesetzlichen Regularien dort ausgehebelt werden. Und hier sind alle Bundesländer entsprechend gefragt, sogenannte Agrarstrukturgesetze auf den Weg zu bringen, um dem zum Beispiel auch da einen Riegel vorzuschieben. Brandenburg ist dran, das ist sehr, sehr gut. Wir haben dann sehr engagierten Agrarminister und genauso viel Gegenwind gibt es da auch von einigen Akteuren. Aber wir sind da sehr, sehr froh in Brandenburg, dass es dort die Initiative gibt, den Bodenmarkt mehr zu schützen, um Junglandwirtinnen und Junglandwirten den Einstieg zu ermöglichen, aber auch bäuerliche Betriebe zu schützen und diesen auch langfristig den Zugang zu Land zu ermöglichen. Also ein Agrarstrukturgesetz ist auf dem Weg, da wird lange, lange drüber gesprochen, aber ich halte erstmal die Parallelen fest. Es gibt da ein Ungleichgewicht, sei es in Afrika als auch in Europa, was das Wissen angeht und auch was die Regelung auf kommunaler Ebene angeht. Da müssen die Kommunen auf jeden Fall gestärkt werden. Ich würde jetzt gerne unsere Runde erweitern und Marisa Balles noch einmal mit aufs Podium bitten, denn wir wollen jetzt aus diesen beiden Fallbeispielen eine Diskussion entwickeln, auch mit einer wissenschaftlichen Perspektive. Und dazu würde ich einen erfahrenen Wissenschaftler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung auf die Bühne zu uns bitten, nämlich Dr. Fritz Reuswig. Herzlich willkommen, Herr Reuswig. Sie sind da, habe ich eben gehört. Jetzt brauchen wir Sie nur noch mit Kamera. Und Marisa Balles würden wir gerne auch noch mal sehen. Herzlich willkommen, Herr Reuswig. Sie sind Projektleiter im PIC, am berühmten PIC. Und Sie arbeiten dort vor allem zu der Frage, welche Rolle spielen eigentlich die Kommunen und die Landesregierung beim Klimaschutz. Sie sind auch Mitglied im Klimarat in Potsdam und auch Lehrbeauftragter für das Thema Umweltsoziologie an der Humboldt-Uni in Berlin. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Reuswig. Ja, danke für Ihre Einladung. Sie haben gerade jetzt zwei Beispiele gehört. Einmal Mosambik, einmal Brandenburg. Und beiden ist gemein, es gibt eine riesige Konkurrenzsituation und aber auch ein Ungleichgewicht im Wissen und in den Finanzen und im Zugang. Vor diesem Hintergrund, wie würden Sie empfehlen, mit welchen Wegen kann man diese Konflikte auflösen, die wir gerade gehört haben? Denn es ist ja unbestreitbar so, dass wir Lebensmittel und erneuerbare Energien brauchen. Wie kann das gut zusammengehen? Ja, das ist natürlich in der Tat eine schwierige Aufgabe. Ich habe mal vorbereitet für Sie so ein bisschen, wie ich mir die Situation in Brandenburg vorstelle. Ich habe das Bild noch ein bisschen komplizierter gemacht, wenn Sie es vielleicht einspielen könnten. Es ist nur eins
Ich habe mir halt als Wissenschaftler überlegt, man sich immer, was hängt mit was zusammen. Also ich denke, ich möchte noch einen Faktor ins Bild bringen, der, glaube ich, sowohl für Brandenburg als auch für Mosambik eine große Rolle spielt. Das ist nämlich der Klimawandel. Denn der Klimawandel, den spüren wir hier schon. Das ist ein Element, was noch dazukommt. Uns in Brandenburg künftig auf jeden Fall eine zusätzliche Austrocknungsgefahr bringt, gerade für die Landwirtschaft. Wir haben es in den letzten Jahren schon gesehen. Wir haben ein Erosionsproblem im Zuge des Klimawandels, manchmal Starkregen. Wir haben einen Humusabbau, das ist auch noch ein ganz wichtiges Thema. Die Bodenfruchtbarkeit nimmt langsam ab und führt auch weiter zu Flächenverlusten. Wir haben das Thema Energie. Ich vollständig unterstütze, aber die Frage ist, wie wir sie genau gestalten. Wir haben auch in Brandenburg in vielen Teilen der Welt ein großes Stadtwachstum. Da gehen Verkehrs- und Siedlungsflächen meistens aus Landwirtschaftsflächen verloren und sehr häufig aus fruchtbarer Landwirtschaft. Wir machen viel in anderen Bundesländern auch, in Augsburg beispielsweise. Die einzige Fläche, die Stadt noch hat zum Wachsen, sagt sie, ist die Landwirtschaftsfläche, und die Landwirtschaftsfläche in Augsburg ist noch über dem Bodenwert des bayerischen Durchschnitts. Das wird einfach zugebaut. Wir haben strukturschwache Regionen und wir haben, das haben wir gerade gehört, von Herrn Lehnert, natürlich eine Situation auf den Finanzmärkten. Auch das gibt es in Mosambik, wo wir landfremde Investoren haben, Niedrigzinspolitik, Finanzkrise, also kapitalmarktgetriebene Landkäufe, Land als Spekulationsobjekt. Ich möchte im Zusammenhang nochmal an ein Buch von 1944 erinnern, nämlich von Karl Polanyi, The Great Transformation. Der hat sich damals überhaupt gewundert, dass im 19. Jahrhundert Land überhaupt eine Ware geworden ist, mit der man handeln kann. Wir haben heute, das haben wir schon lange daran gewöhnt, aber wir haben jetzt sozusagen, das Land wird einbezogen in einen globalen Finanzmarktkapitalismus, bei dem auch staatliche Akteure in Afrika, China beispielsweise, auch aktiv werden, auch europäische, amerikanische Investoren. Es gibt eine heftige Debatte, ob die alle schlecht sind, ob die manche sind auch gut. Das muss man vielleicht kriteriell diskutieren. Das alles führt dazu, dass wir tatsächlich diese Flächenkonkurrenzen und die Flächenverluste haben. Und das hat natürlich auch soziale Folgen. Ja, vom Preisanstieg Lebensmittel, Ernährungssicherungsrisiko, Preisanstieg Land, Agrarstrukturwandel ist, glaube ich, für viele, das ist ein abstraktes Wort, aber es hat ganz viele Konsequenzen und natürlich auch ein gewisses Risiko der ökologischen Degradation. Was kann man tun, haben Sie gefragt. Ich denke, wir haben beispielsweise schon gehört, dass wir, also diese Flächenagrar, diese PV-Flächen, die da jetzt allein für PV erzielt werden. Ich war neulich bin ich am Potsdamer Klimarat, da erzählte uns jemand von E&EDIS ganz stolz, wie viel momentan an PV tatsächlich ins Netz der E&EDIS geht, im Umfeld von Potsdam, aber es ist natürlich nicht nur da. Man kann es auch sehen, wenn man durch die Landschaft fährt. Ich bin ein Freund des Klimaschutzes, das glauben Sie mir natürlich, aber ich kann nicht verstehen, warum wir auf agrarischem Land einfach nur diese Flächen hinbauen. Wir haben gerade den Hinweis auch von Fraunhofer bekommen, dass man natürlich Agrar-PV auch kombinieren kann. Und das muss unbedingt passieren, weil sonst nützt es uns nichts, wenn wir auf der einen Seite unsere Agrarproduktion runterfahren. Gerade in der jetzigen Krisensituation haben wir das gesehen, dass wir das brauchen. Das kann man kombinieren, das muss man kombinieren. Im Übrigen müssen die Städte sehr viel mehr ihre Hausaufgaben machen. Also PV passt wunderbar in Städte rein, anders als Wind, wird aber momentan noch vollkommen unterausgenutzt. Hier können die Städte eine Menge tun, um das Land zu entlasten und die Konflikte um Land zu entlasten. Das muss den Städten klarer werden. Da müssen rigorosere Elemente rein. Wir haben auch die Potenziale, die technischen. Naja, und die Nachhaltigkeit, ich glaube, für Brandenburg, der Herr Lehnert hat es ja schon angesprochen, wir haben beispielsweise Landwirtschaft und Umweltschutz in einem Haus. Energie ist nochmal woanders, aber wir brauchen sozusagen Leitlinien der Nachhaltigkeit, die sowohl die Energieproduktion qualifizieren, als auch die Landvergabe. Wir arbeiten ja an diesem Strukturgesetz, denke ich. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung sowohl für Brandenburg als auch unter anderen Bedingungen. Tatsächlich die Einheitlichkeit des politischen Handelns sich unter diese Leitlinie sozusagen von Nachhaltigkeit stellt und eine abgewogene Entwicklung stattfindet. Ich glaube, daran mangelt es ein Stück weit, weil wir immer sektorale Förderungen haben und
Dann gucken die einen auf den Naturschutz, die anderen wollen die Energie fördern und die Integration von Politik, die fehlt. Und ich glaube, die brauchen wir auch bei der Bevölkerung, denn wenn das muss auch der Bevölkerung klar werden. Wir müssen das den Leuten stärker vermitteln, dass man nicht alles haben kann. Also man kann nicht sozusagen die Landwirtschaft überall platt machen, indem man immer die Städte ausweist und schön PV macht und so weiter und dann im Supermarkt schön billig weiter Lebensmittel kaufen und auch noch hoffen, dass in einer weltweiten Krise man es dann halt woanders herbekommt. Das ist eine Rechnung, die irgendwie nicht aufgeht. Und ich glaube, darüber müssen wir eigentlich sehr viel stärker diskutieren. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Reuswig, für diesen Galopp durch eine komplizierte Grafik, die uns gezeigt hat, da hängt ganz, ganz viel miteinander zusammen. Ich habe noch eine Frage im Chat an Frau Ballas. Ich habe gehört, ich darf ein bisschen überziehen und dann würde ich noch einmal eine Schlussrunde wagen, aber die lese ich noch mal vor. Frau Ballas, Sie werden gefragt, wir hören als Schlüssel für Brandenburg Mehrfachnutzung von Flächen, also Solarthermie als Spezialakzeptanz durch den lokalen Nutzen für Gemeinden, regionale und legale Vorgaben können auch größere landbasierte Investitionen erstrebenswert machen, ökologisch und ökonomisch. Wie kann man in diesem Paket in Mosambik, kann man das in Mosambik umsetzen, wenn Eliten und lokale Verwaltung korrupt sind? Sollte Mosambik erst einmal ganz auf große Investitionen verzichten, so wie Sie es beschrieben haben? Und eine kritische Anmerkung noch, Lieferkettengesetze übrigens eher nicht, auch wenn die Produkte nach Europa exportiert werden. Also große Investitionen vor dem Hintergrund, den Sie beschrieben haben, wenn sie gut gemacht sind, ja oder lieber nicht? Was geben Sie uns mit? I tried to Google translate that question and it's a very, very difficult question to pose. The thing is, we cannot put the country's development on hold and say, stop doing things because of corruption. Because the only thing we will be doing will be to feed those corrupt people. And that is something I'm not willing to. So my personal experience with communities is when they are aware, they can fight for their rights. But you need to instrumentalize the all the segments of the community, not just the community chief, because if you have one chief, the chief can be grabbed to get some kind of benefit out of the discussion. So you need to get all the associations, the community, the community group for the natural resources agenda, the women's agenda, all of those, they need to be involved. So this is one thing. The other thing is when attributing the land titles to these investors, instead of doing it in a way like today is being done, that the investor comes and gets like 3,000 hectares and then does not use the 3,000 hectares, we should promote some kind of a joint venture between the community and these investors. And if these joint ventures, they work, as we will try to discuss this in many of our community land forums, the community will develop. So it will be an endogenous development. And what happens is most of the discussions, they are exogenous. They don't consider the community issues. So I will not stop the investments, no, but I would go for a joint venture between the community and the investor in which you consider all these development goals, sustainable development goals. They are there for something. So we should not just go for the corrupt people in Mozambique, but I always say they are corrupt because somebody pays them. So I don't want to put this issue on the Mozambicans alone. Yes, I don't like it, but it's not just the Mozambicans. Those investors, they come with hidden agendas, and this we should stop as well. Ganz herzlichen Dank für den Hinweis. Und natürlich gehen wir nicht davon aus, dass das auf einer Seite das Problem ist. Das ist uns schon klar. Wir haben ja viele Jahre Diskussionen über ein Lieferkettengesetz in Europa und auch in Deutschland hinter uns, weil es eben so dringend wichtig ist, dass gesetzlich festgelegt werden muss, dass Nachhaltigkeitsziele eingehalten werden müssen. Aber danke auf jeden Fall nochmal für den Hinweis. Also wir nehmen mit, es geht immer wieder um die Partizipation, um das Recht aller in den Gemeinden zu sprechen, weil eben Korruption dann ein Problem ist, wenn es
eine Person gibt und die Zusammenarbeit über Joint Ventures könnte ein möglicher Weg sein. Willi Lehnert, wir nähern uns langsam zum Ende. Ich würde Sie gerne noch mal fragen, was Sie jetzt aus den Diskussionen noch mal mitgenommen haben und sich auch für die Zukunft vielleicht unter diesen Modellen wünschen würden, wie es in Brandenburg weitergeht und auch im Rest Deutschlands, wo wir auch eine Energiewende schneller brauchen. Ja, na, ich glaube, unstrittig ist ganz klar, dass solche Mehrfachnutzungssysteme oder also anders gesagt, dass der Landwirt weiterhin auch Energiewirt teilweise sein sollte, also dass es Kombinationsmodelle geben soll, da verwehrt sich dem, glaube ich, auch niemand. Und wie gesagt, ich sehe da auch sehr, sehr große Chancen, ob in Brandenburg oder auch in Mosambik. Was aber, denke ich, allgemeingültig ist, ist, dass natürlich auch alle, die davon in irgendeiner Art und Weise betroffen sind, mitgenommen werden. Ne? Also ob das die örtliche Bevölkerung ist und dass es halt nicht Einzelnen überlassen wird, zu entscheiden, wie ganze Landstriche gestaltet werden. Die Tendenz gibt es in Mosambik, diese Tendenz gibt es ganz klar auch in Deutschland, gibt es in Brandenburg. Also ich hatte es eingangs gesagt, es gibt Flächenkonzentrationen und das ist auch ein Beispiel hier, was zeigt, wer dann über Flächen verfügen kann, wenn er diese kontrolliert. Und da ist natürlich immer wieder auch die Systemfrage zu stellen, wie groß dürfen Betriebe sein, wie viel können wenige Akteure, wie viel Land können wenige Akteure kontrollieren. Und da muss es unserer Auffassung nach, ja, also eine Kontrolle des Bodenmarktes auch geben, dass sowas nicht möglich ist. Frankreich geht da unserer Auffassung nach einen ganz guten Weg. Da wird das sehr auf lokaler Ebene verhandelt. Da haben auch junge Gründerinnen und Gründer eine Möglichkeit, einen Betrieb zu übernehmen. Die Bodenpreise sind nicht so hoch und es gibt halt eine lokale Organisation, SAFER, wie gesagt, regulativ in den Boden oder in den Bodenmarkt eingreift. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und gesellschaftlich akzeptiert. Ein Boden ist keine beliebige, normale Ware, sondern es gibt sehr, sehr viele Interessen. Es ist sehr, sehr konfliktbeladen. Auch das haben wir heute gehört. Und darum geht es darum, den besten Weg natürlich auch für alle, die irgendwie davon betroffen sind, zu finden. Und letztendlich sind wir alle davon betroffen. Ich höre da eine große Übereinstimmung zwischen Ihnen und Frau Ballers, was dieses gemeinsame Mitentscheiden angeht, ob im Joint Venture oder über andere Beteiligungsverfahren. Und nochmal einen Schritt zurück zu sagen, Boden ist keine Ware, wie ja auch beim Wasser gibt es die Diskussionen auch. Wie jede andere kann man nicht einfach kaufen, wenn man das Geld hat. Herr Reuswig, Sie haben der Diskussion gefolgt und ja auch ganz viel Erfahrung in Erforschung von all diesen möglichen Regelungswegen. Was geben Sie uns zusammenfassend mit auf den Weg, wie sollte es weitergehen in Mosambik, Brandenburg und anderswo? Also das ist eine Aufgabe, die ist zu groß für mich. Da na, kriegen was auf den Sie Weg jetzt. Nochmal zu sagen, also es nützt ja nichts, das Wort zu sagen, dass das keine Ware wie jeder andere ist. Da müssen ja konkrete Mechanismen her, wie wir diesen Kurzschluss zwischen Finanzmarkt, Spekulation und Land unterbrechen können oder sehr kurz halten können. Wegen mir auch kriteriell gucken, ob es vielleicht doch Investoren gibt, die natürlich auch interessant sein können für ein Land. Das ist auch möglich. Aber ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall wir können sozusagen die Landpreisentwicklung nicht unseren Landwirten und Landwirtinnen entziehen. Das können wir nicht machen. Da muss man auch über zusätzlich wahrscheinlich auch über Kreditlinien und andere finanzielle Mechanismen für junge Startups nachdenken. Ich finde das ganz toll. Land ist eine Schlüsselressource für
Klima, aber auch für die gesamte Nachhaltigkeitstransformation und so weiter. Das ist den Leuten, glaube ich, zu wenig klar. Wir brauchen auch neue Akteursallianzen, die das einsehen. Und ich sehe auch in den Städten durchaus Ansatzpunkte dafür. Wir haben die Kleingärten, wir haben Urban Gardening, wir haben Vertical Farming, wir haben Precision Farming, wir haben unmögliche Dinge. Wir werden in Zukunft ganz viel Fleischersatzprodukte bekommen. Wir haben Moore, die ganz interessante Naturschutzgebiete sind, aber auch eine neue Moorökonomie bringen können. Holz, andere Produkte. Das Land ist auch ein Ort für Genussmittelproduktion. Ich denke, auch ganz wichtig ist nochmal, gerade bei diesen jungen Startups gefällt mir sehr gut, die denken sehr integrativ, die denken auch in Wertschöpfungsketten, also Veredelung, Handwerk, den ganzen Prozess bis hin natürlich auch zu gastronomischen Angeboten, die natürlich am Ende das Produkt auch spürbar und erlebbar machen vor Ort und das den Ort auch attraktiv machen. Das finde ich jetzt einfach auch eine Komponente, die gerade für Brandenburg total wichtig ist, ja. Also ich denke, dass dieses Element auch des der angenehmen Seiten, der schönen Seiten der Nachhaltigkeit, will ich es mal nennen, dass wir das nicht auch vergessen. Und das lässt sich ja sehr gut auch verbinden. Wenn wir es schaffen, tatsächlich die jungen Leute oder auch die mittelalten Leute, ganz egal, tatsächlich nicht immer mehr auszuklinken von dem Zugang zu Land. Und dazu brauchen wir eben dieses Element der Politikintegration. Ich glaube, Gespräche wie diese, die auch so ein bisschen den internationalen Kontext deutlich machen. Und ich bin sehr froh, dass das Land das unterstützt und auch in den anderen Dialogen immer wiederum sozusagen die Verwaltung und Politik sich einklingt und vielleicht auch was mitnimmt, dass wir tatsächlich doch ein bisschen stärker zu dieser nachhaltigeren Gestaltung einer Politik mehr aus einem Guss kommen. Das ist zumindest die Hoffnung. Der Alltag enttäuscht uns immer wieder, aber das sollte uns nicht davon abhalten, dass wir dieses Ziel festhalten, weil es halt essentiell ist, auch für ganz individuelle Existenzen, wie wir gesehen haben. Ganz herzlichen Dank, Herr Reuswig. Da sehen Sie mal, die Aufgabe war doch gar nicht zu groß, die ich Ihnen da noch zugeworfen habe. Denn so dramatisch ja jetzt eigentlich die Konflikte ums Land sind, das Gute zeigt doch, es ist möglich, mit ganz vielen doppelten Win-Win-Situationen integrativ zu denken und viele Ansprüche, die wir ans Land haben, wenn wir die einzelnen Ansprüche so verbinden und vor allen Dingen die Leute, die dort wohnen, mit einbinden und wirklich Gewinn machen lassen, dass man da viel, ganz viel auf der Fläche, auf der gleichen Fläche, viele, viele gute Entwicklungen, was die Nachhaltigkeitsziele angeht, erreichen kann.